Schönheit, die allgemein akzeptierte Ding von Schönheit ist ja so eine Werbeschönheit. Ne? Also eine glättende Schönheit, die alles, was irgendwie den primären Eindruck stört, eliminiert wird. Ne? Und dadurch steril wird. Ne? Und die Schwierigkeit ist, also hat einmal ein kluger Mann gesagt, Symmetrie, die Ästhetik der Idioten. Ne? Also wenn das irgendwie symmetrisch aufbaut ist, schaut das gleich noch was aus. Ne? Fetzt, wenn man so schön sagt. Das kann es ja nicht sein. Ne? Und die Schwierigkeit ist jedes Mal, wenn man einen Film macht, wie kann ich dieses Bild ein bisschen aus diesem, was einem natürlich so sich als erstes aufdrängt, an Gefälligkeit vermeiden. Ne? Und das hat der Bresson in exemplarischer Weise vorgeführt. Also ich kenne keinen anderen Filmemacher, der nämlich aus dieser Vermeidung des schönen Bildes erst die wahre Schönheit herausgeschlagen hat. Ja? Du kannst ja schnell ein schönes Bild vermeiden und einen schieren Film machen. Ja? Das ist es ja nicht. Also einfach es hässlich zu Einfach machen, zerstören ist nicht die das Lösung. ist nicht die Lösung. Das muss halt, das ist im Dekret. Es gibt so eine die nächste Ebene, auf der das dann anfängt. Und das ist eine ziemlich komplexe Vorgang. Bei jedem Bild, das man findet. Ne? Christian. aber das zu definieren, was es jetzt ist, weil es bei jedem Bild was anderes ist. Hast du bei Mouchette vorher einen Moment gehabt, wo du an diesen Aspekt Nein, es ist der denken ganze musstest? Film, ist eben es gibt keine einzige Einstellung da drin, die glatt ist. Ja? Das ist, glaube ich, das Entscheidende überhaupt. Es gibt nichts, was so reinflutscht. Ja? Sondern es hat immer so eine Keuschheit. Ja? Die Bilder sind bewusst ein bisschen entschönt, um nicht dich zu billig zu kriegen. Ja? Du wirst ernst genommen. Weißt? Du musst so etwas entdecken. Das ist ja das Schöne im Kino, dass man was entdecken kann. Nicht, dass man mit dem Holzhammer irgendwas eingebläut wird. Es hat auch mit der Folge von Bildern zu tun. Also der Schnitt, jeder Schnitt ist selbst wenn es nur minimal ist, hat eine Irritationskraft, denke ich. Und auch im Ja, Lancelot. das betrachtet ist ja nicht nur Dekadrierung Ja. eines Bildes, es ist ja auf allen Ebenen. Ne? Wie Das eine setze ich fügt sich Mittel nicht. ein, die dem Zuschauer eine Chance geben, als freier Mensch da drinnen zu kommunizieren und nicht als Opfer. Und das ist schwer, Es weil gibt, das Kino ein überwältigendes per se ist. ist ja gerade zum Beispiel die Totale kommt in Lancelot kaum vor. Also gerade in einem Genre, wenn man so will, das sonst immer lebt vom weiten Bild und Oder so, kann man bei Bresson überhaupt kommt man relativ überhaupt selten relativ wenig vor. vorher? Aber es gibt in der Mitte dieses lange Turnier, das Sie gleich sehen werden, ist fast nur aus einer Aus Folge von Großaufnahme. Bildern der Pferde, der berittenen Pferde, wo das Oberteil nicht zu sehen ist. Man sieht also Ja. fast minutenlang, mein Gefühl, Nein, man sieht nur das Wesentliche. Man dieses sieht das Traben wie. und das immer wieder Folgen von Ja. Reitern. Das war jetzt hier in Mouchette ja, am Anfang die Jagd, ne? Mit den Fallen und so. Das ist ja fast wie, schaut ja fast aus wie ein Lehrfilm. Ne? Wie stelle ich eine Falle? Ja? Es ist so ganz detailliert, genau. Und ruhig auch dem Zuschauer die Chance geben, dass er wirklich was sieht. Ne? Das ist ja, du musst ja, oder nur, weil ich war wieder so beeindruckt, ich habe den Film jetzt seit Jahren nicht gesehen, war wieder völlig fertig nach dem Film, weil der so gut ist. Diese Szene mit dem Ja, also Go-Kart, Autodrom. das musst du dir mal trauen, damals, ja, dass die Szene, ich weiß nicht, wie lange die dauert, dass du das durchhältst, ja, bis das nicht nur eine Information ist, weil Informationen hat man nach 10 Sekunden kapiert, sondern dass es eine Empfindung wird. Ne? Und dafür muss man halt am Nerv haben.